die wichtigsten Dinge kann man gar nicht besitzen. Sowas wie Wissen oder so, das kann man eigentlich gar nicht haben in dem Sinne, sondern Wissen, das sagen auch die Psychologinnen, Wissen ist eigentlich immer wieder eine neue Vernetzung von Synapsen. Ne? Also eine Verknüpfung von bestimmten Reizen. Letztendlich das Netzwerken, ne? Das Zusammenkommen, miteinander reden, dadurch entsteht Wissen. Man kann ja auch keine Luft besitzen. Also wer kann denn schon Luft besitzen? Weißt du, Luft oder Sauerstoff oder Kohlenstoffdioxid, das kann man eigentlich gar nicht besitzen. Genauso kann man auch natürlich nicht Erde besitzen oder Boden. Ja, und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, kann man den Menschen vertrauen? Ist der Mensch an sich ein böses Wesen, weißt du, was man so kontrollieren muss und immer wieder dazu ermutigen muss, zu arbeiten und zu leisten und sich gut zu verhalten? Oder kann man den Menschen vertrauen? Also kann ich darauf vertrauen, dass ein fremder Mensch mich nicht umbringt? Und ich habe diese Antwort gefunden. Und was ist die Antwort, die du gefunden hast? Nehmen wir mal, ich würde jetzt ein Portemonnaie finden auf der Straße. Ja? Manchmal passiert ja sowas, dass man irgendwas findet. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du steckst es ein und denkst, super, ich habe jetzt Geld gefunden. Die zweite Möglichkeit ist, du versuchst es demjenigen, der es verloren hat, wieder zurückzugeben. Das ist ein Mindset. Und je nachdem, das habe ich herausgefunden, wie ich selber gerade drauf bin. Also wenn ich eher so darauf ausgerichtet bin, für mich einen Vorteil zu finden, dann merke ich, dass ich Menschen treffe, die genauso sind. Wenn ich aber das andere Mindset habe und denke, ich würde gerne anderen Leuten helfen, also ich würde gerne ungerechte Situationen gerechter machen, dann merke ich, treffe ich auf Leute, die auch so ähnlich ticken. Also wenn du selber so diese Offenheit hast, dann wird das funktionieren. Wenn du aber diese Offenheit nicht hast, also wenn du misstrauisch bist, wenn du dem Gegenüber immer nur Böses unterstellst, dann wirst du auch Böses finden. Jetzt nochmal in Bezug auf Stadtplanung für die Zukunft. Also was findest du, ist die wichtigste Frage in dem Bezug? Stadtplanung, ganz klar. Was können wir tun, damit Frieden entsteht? Der Krieg, der entsteht ja nicht zwischen zwei Nationen, sondern der Krieg entsteht immer mit Hass. Und Hass entsteht immer mit Vorurteilen. Deswegen mag ich das Umahab so sehr. Ich bin ja kein Moslem. Das Umahab ist ja ein muslimische Café. Aber es gibt sehr, sehr viel Hass in Deutschland gegenüber Muslimen. Und das finde ich ziemlich unbegründet. Und du kannst diesen Hass bekämpfen durch eine andere Art von Stadt. Also wenn in einer Gesellschaft die Leute immer wieder in Begegnung kommen, in der U-Bahn, an der Bushaltestelle, in Cafés, in Schulen und so weiter, in Bibliotheken, im Schwimmbad, also wenn die Leute immer wieder in Berührung kommen und im besten Fall sogar nicht nur nebeneinander sitzen wie in der U-Bahn, sondern auch ins Gespräch kommen, dann kannst du Hass abbauen. Es ist die einzige Möglichkeit, ja, über Begegnung. Zum Beispiel sowas hier, ja, das ist jetzt hier so eine Einfamilienhaussiedlung. Kann auch friedlich sein, aber hier hat jeder so sein eigenes Reich. Da kann jeder einfach machen, was er will und muss sich halt nicht absprechen mit den anderen Leuten aus der Gesellschaft, sondern jeder hat so seinen Zaun um sich herum und macht da einfach so sein eigenes Reich. Ja. Das ist nicht, finde ich, das führt nicht unbedingt zu Frieden, wenn jeder einfach macht, was er will. Sondern ich finde es schon ganz gut, wenn wir immer wieder konfrontiert werden mit den Bedürfnissen von anderen Menschen, konfrontiert werden mit anderen Weltbildern, mit anderen Vorstellungen von Glück, von Familie, von Arbeit, von Bildung und so. Das ist gut, wenn wir immer wieder herausgefordert werden. Wir gucken uns jetzt ja gleich das Pickup-Haus an. Das müsste jetzt hier auch gleich auf der rechten Seite irgendwo stehen. Wir sind hier bei so einer Kfz-Werkstatt. Siehst du schon irgendwo? Ich sehe gerade noch nicht. Ach, guck mal, da ist das Auto. Ah, da. Auch ungewöhnlich zu sehen. Ein Auto ohne. Ach krass, der hat das schon lackiert.